Das Neueste aus der Region, präsentiert von Glas Götz. Denn Glas ist mehr als eine Scheibe. Bootsmann! Hier, Kapitän, was gibt's? Bootsmann! Hier, Kapitän, was gibt's? Bootsmann! Hier, Kapitän, was gibt's? Wir müssen uns ranhalten! Halt! Zupacken! Halt! Sonst laufen wir auf Grund! Halt! Ja, los! Macht schon! Also der Sturm ist deswegen ein interessantes Stück für die Schlossspiel. Erstmal ist es eine Herausforderung, es ist ein Shakespeare. Wir haben eine sehr heutige Übersetzung gewählt, also eine, die aus den 2010er Jahren ist. Aber trotzdem ist es natürlich ein Shakespeare, also es ist eine schöne Herausforderung sprachlich. Und es hat einfach ein interessantes Cast, sage ich mal, würde man beim Film sagen. Also es gibt Geister, es gibt Fantasiewesen, es gibt Intrigen, es gibt Herrscherkonstellationen, den Adel und all das. Und es ist einfach spannend umzusetzen. Und denke ich auch für so eine Draußensituation ist es total schön, weil es eben auch draußen spielt und man die Szenerie einfach gut benutzen kann. Falls ich dich allzu schwer bestraft habe, so wird dein Lohn das wieder gut machen. Denn ich gab dir hier ein Drittel meines eigenen Lebens. Alles, wofür ich lebe, lege ich nun in deine Hand. All deine Qualen waren nur meine Prüfungen deiner Liebe zu ihr. Und diese Liebe hast du hervorragend bestanden. Also es geht darum, dass ein Zauberer, der Prospero, auf einer Insel herrscht und man weiß es nicht, die Umstände am Anfang genau, aber eigentlich ist er ein anderer Herrscher, nämlich der von Mailand, und es gab eine Intrige und jetzt möchte er einfädeln, dass die Intriganten erwischt werden. Und denen macht er mit der Macht seiner Geister allerlei Zauber und führt sie dann wieder in die richtige Richtung, sodass er wieder der Herrscher sein kann, der er eigentlich ist. Die Syphilis wünsche ich dir an den Hals, du kläffender, gotteslästerlicher Hundsfott! Dann mach doch einen Scheiß alleine! Ach, hängen sollt ihr, Hurensöhne! Vom Ersaufen haben wir weniger Angst als ihr! Man muss den unbedingt sehen, weil man kann sich verzaubern lassen, man kann Open Air bei hoffentlich schönem Wetter genießen, was da an Magie auf die Bühne gebracht wird. Zum einen, was es ein sehr gutes Stück ist, das sehr inhaltsvoll ist, das, ich würde sagen, bis jetzt gut inszeniert worden ist und hoffentlich auch gut aufgeführt wird und die Zuschauer in Neumarkt begeistern wird. Den Sturm muss man unbedingt sehen, weil es ein spaßiges Stück ist, finde ich einfach. Also es ist schon vom Shakespeare, aber es hat trotzdem guten Witz, muss man sagen. Und ich finde, den Sturm sollte man einfach sich anschauen. Es ist einmal ein Shakespeare-Stück, mal was anderes, als wir jetzt die letzten Jahre immer gespielt haben. Ist hochinteressant und ist sehr tiefsinnig. Also ich bin sehr begeistert davon.